Köln ist die Stadt für große Events. Letztens erst hatten wir die größte Spielemesse des Universums bei uns in der Stadt. Die Gamescom, haben Sie bestimmt von mitbekommen. Dieses Wochenende steigt in der Lanxess Arena die Electronic Sports League 2015, also das Counter-Strike-Turnier. Gucken Sie mal, was da passiert. In der Kölner Lanxess Arena zählt am Wochenende nur der Sieg. Der Sieg im Computerspiel Counter-Strike. Mit um den Weltmeistertitel kämpft auch ein deutsches Team, Team Mausports. Zehntausende Fans werden den Wettkampf verfolgen. Die Profis können mit dem Druck jedoch umgehen. Ich kenne viele Spieler, die nervös werden. Ich persönlich mag sogar so ein bisschen Nervosität zu spüren, weil ich merke dann, dass es um was geht. Also ich verspüre einen gewissen Druck, den ich sehr gern habe, den ich mag. Begonnen haben die Jungs von Team Mausports in den unteren Ligen. Wie im Fußball wird man auch in den E-Sports Profi, indem man sich hochspielt. Bis in die Bundesliga und die Champions League. Inzwischen hat sich das Team einen guten Ruf unter Gamern erarbeitet. Ob es für den Weltmeistertitel reicht, wird sich am Wochenende zeigen. Also die Weltmeisterschaft im Counter-Strike dieses Wochenende in Köln in der Lanxess Arena. Viele Teams aus allen Ecken dieser Welt treten an und zocken. Michael Bister vom deutschen Team besucht uns heute. Guten Abend, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, wie sieht's denn aus? Was passiert da genau? Erklär uns das. Ja, genau. Jetzt am Wochenende findet die Weltmeisterschaft im Counter-Strike statt. Hier in Köln in der Lanxess Arena. Das heißt, die 16 besten Teams der Welt sind hier vor Ort und spielen um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar. Und der Erstplatzierte nimmt knapp 100.000 US-Dollar auch mit nach Hause. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden dann die komplette Kölner Arena, die Lanxess Arena, auch mit Zuschauern natürlich füllen. Also über 10.000 Zuschauer werden vor Ort sein, werden das Spektakel verfolgen und sich die Matches halt auch vor Ort anschauen. Wir reden gleich noch ein bisschen über dieses fantastische Preisgeld. Wer dann was bekommt, wenn man da als Team antritt, finde ich relativ spannend. Lass uns noch mal kurz über das Turnier quatschen. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie viele Teams sind insgesamt dabei? Genau, jetzt sind 16 Teams dabei. Man konnte sich qualifizieren. Das heißt, wir haben eine weltweite Qualifikation gehabt in den verschiedenen Kontinenten, Europa, Asien, Amerika und daraus hin haben sich halt verschiedene Teams qualifiziert, die jetzt eingeladen wurden direkt vor Ort. Es gab einige Teams, die halt schon einen Invite bekommen haben, andere Teams mussten sich halt eben über ein Online-Turnier qualifizieren. Letztendlich hatte natürlich auch jeder die Chance, sich zu qualifizieren. Man musste sich halt einfach durch die ganzen Qualifikationsturniere hochkämpfen und wenn man es dann geschafft hat, wird man eingeladen, ist vor Ort und spielt dann halt eben in einem normalen Turnierbaum gegeneinander und ja, erkämpft sich somit das Preisgeld. Vor Ort sind aber nur Profi-Gamer, kann das sein? Wie werde ich Profi-Gamer? Ich meine, ihr zockt ja professionell und verdient damit auch euer Geld. Oder? Ja, genau. Also wir als ESL garantiert einigen. Ja, wir als ESL veranstalten ja diese Turniere. Das heißt, die Teams können sich bei uns anmelden. Jeder ist Amateurteam, jeder Amateurspieler kann sich ganz einfach bei uns anmelden und die ersten Turniere mitspielen. Das ist halt auch wie beim Fußball, beim Tischtennis, beim Basketball. Umso öfter man trainiert, umso besser man trainiert, umso stärker wird man natürlich auch. Und am Anfang haben wir die Amateurturniere, wo es einfach um ein paar tausend Euro geht, vielleicht ein paar hundert Euro oder Sachpreise. Und ja, man spielt dann auch irgendwann in die erste Bundesliga sich ein und immer so weiter geht es halt, bis man dann, wenn man gut ist und auch viel trainiert, natürlich auch Weltmeister werden könnte. Spannend. Das Finale also am Sonntag, wenn Sie, liebe Zuschauer, sich so ein Counter-Strike-Finale angucken möchten. Wir übertragen das Finale, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, im Livestream auf kölntv.com am Sonntag. Ab wie viel Uhr? Wir starten, glaube ich, gegen 12 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und das geht halt bis in den Abend hinein, bis 22 Uhr. Und vor Ort kann man sich das auch noch anschauen. Noch sind einige Karten übrig, nicht mehr viele. Aber wer Lust hat, kann natürlich auch vor Ort vorbeikommen. Sei noch ganz kurz, letzte Frage. 250.000 Dollar Preisgeld gibt es. Ihr als deutsches Team gewinnt. Wer bekommt was und wie viel? Also ich meine, ich bin ja Gott sei Dank, das heißt Gott sei Dank, ich bin ja leider nicht der Spieler dabei, sondern bin ja mit der Veranstalter des Turnieres. Unsere Jungs, unsere deutschen Jungs, das einzige deutsche Team vor Ort, wenn die es schaffen sollten, nehmen sie 100.000 Dollar mit nach Hause und ich glaube, darauf können sie sich freuen und ich drücke denen den Daumen. Ja, vielleicht gibt es ein Bierchen für dich oder zwei oder drei, dann Kölsch natürlich. Also viel Spaß dieses Wochenende. Michael Bister vom deutschen Team, liebe Zuschauer, hat uns besucht. Das war das Magazin am Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.